Wofür machst du dich warm? Du reitest nicht die letzte Etappe. Sagt wer? Ich verdiene das genauso sehr wie du. Ich musste hart dafür arbeiten, um so gut zu werden. Weißt du was? Du klingst eifersüchtig, weil ich dich besiegt habe. Bin ich nicht. Und du hast mich nicht besiegt. Oh doch, und das werd ich auch wieder. Lucky! Eleanor! Jack! Na endlich, da seid ihr! Wieso war keiner auf dritter Position? Dusty ist klatschnass und ich übrigens auch. Du bist den ganzen Weg geritten? Okay. Also wer von euch sollte als Dritte starten? Sie! Alles okay, Dusty? Sie sieht etwas wackelig aus. Es geht dir bestimmt... Dusty! Oh nein! Jack! Was sollen wir tun? Wirf das Seil rüber. Okay, mein Kleiner. Keine Regeln, keine Pläne. Charles hat jetzt das Sagen. Tu, was du willst. Geh, hab Spaß, renn herum. Na komm! Komm, fang mich! Ganz genau. Renn, bis du dich ausgetobt hast und wie ein Stein schläfst. Dann kann ich auch wie ein Stein schlafen. Endlich. Hurra! Halt durch, Kumpel. Ich bin da, Jack. Es wird alles gut. Hier! Komm schon, fast geschafft. Ganz langsam. Fast da. Okay, stopp. Wir müssen ihn zum Arzt bringen. Bring du ihn, du bist schneller. Aber du hast mich ein paar Mal geschlagen. Ganz knapp. Hatte es Angst. Aber es fragte sich auch, ob sie Freunde werden. Und das wurden sie. Shh. Er sieht glücklich aus. Er ist wie verrückt im Kreis gerannt, hat gefressen und ist dann eingeschlafen. Und das schon vor einer Stunde. Es tut mir leid, Abigail. Ich hätte dir zuhören sollen. Wir sollten zusammenarbeiten und das habe ich nicht getan. Ich habe gedacht, ich weiß alles besser. Und naja... Du hattest recht. Ich hätte dir nicht reinreden und an dir zweifeln dürfen, denn du weißt, was du tust. Ich bin dir nicht böse. Und nächste Woche zeige ich dir genau, wie ein Manager sein sollte. Okay. Der Arzt sagt, Jack hat eine Gehirnerschütterung, aber er wird wieder vollkommen gesund. Hut ab vor Lucky und Eleanor, weil sie in der Schlucht zu schnell gehandelt haben. Der Dank gilt Eleanor. Sie hat ihn in 0, nichts hergebracht. Sie ist die schnellste Reiterin, die ich kenne. Aber das ist nichts gegen Lucky. Wenn sie Jack nicht nach oben gebracht hätte, hätte ich niemals irgendwas machen können. Okay, aber wenn du mir nicht geholfen hättest, ihn nach oben zu ziehen... Das reicht. Reiter, 5 Galopprunden. Prescott, Kimble, kommt mit mir.